Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Sim World 2. Wir sind heute immer noch in Köln und wir haben eigentlich vor um 18 Uhr, wir sind ja gegen 10 vor 6 eingetrudelt und würden eigentlich jetzt den Regionalexpress nach Aachen anpeilen oder nehmen wir Güterzug. Güterzug wäre auch eine Option, ne? Also, ne, der ist aber 19:10, das ist zu spät. Wir nehmen um 18:12 den RE1 und dann mal schauen. Trinken jetzt mal eben den komischen ACE-Drink leer. Er hört die Flaschen aber auch so laut knistern heutzutage, ne? Gut. Und mal schauen. Oh, Fahrzeit wird wieder so ein Stündchen dauern. Fahren Sie den Regionalexpress RE1. So, wir müssen mal eben gucken. Hier ist wahrscheinlich alles zappenduster, ja. Also, wir müssen mal eben gucken. Boah, wie war das denn nochmal? Farbbeleuchtung ein. Instrumentenbeleuchtung ein. Fahrprogramm, bedingter Verlauf ist. Nutzugriff, das ist eigentlich wurscht. Ich muss jetzt mal eben überlegen, wie war das denn nochmal? Geöffnet. Aber ich muss die auch noch irgendwie aus anwählen. Türwähler rechts. Ne, Türwähler links. Türen öffnen. Sind sie offen? Ja. Sehr schön. Dann haben wir das. Dann müssen wir mal eben gucken. Haltestelle anzeigen. Signalhorn funktioniert. Bremse überbrücken. Tasten Sander. Ah, wie war das denn nochmal? Dann haben wir hier. Anzeigeüberprüfung fahrend. Leuchtmelder ist egal. LED-Anzeigen auch egal. Fahrprogramm Bremsen. Was haben wir denn noch? Stromabnehmer ist oben. Wir müssen mal eben gucken. Traktionsbelüftung, Kompressor automatisch. Parkbremse ist gelöst. Oberleitungsstrom, alles klar. Aus. Das kann man nicht ändern. Weiß. Weiß, weiß, Führerstandsbeleuchtung dimmen. So, dann müssen wir noch mal eben rüber in den Gang. Wo ist denn hier? Ist hier kein Lichtschalter? Machen wir eine Taschenlampe an. So, was haben wir denn hier? Wir brauchen PZB an. PZB 0. SIFA an. LZB-fähig ist sie noch nicht, glaube ich, ne? Ne. LZB, Stromabnehmer Heck, ja, ist okay. Gut, jetzt ist die Frage. Kriegen wir denn hier hinten ein dickeres Licht? Wie mache ich nochmal hier Licht an? Weiß das jemand gerade auswendig? Weiß, Signal. Schwach. Oberleitung, Zuglichter. Fahrend. Zuglichter aus, Zuglichter fahrend. Stromabnehmer, MZB, Traktionsbelüftung. Das ist klar, Instrumentenbeleuchtung, Fahrpultbeleuchtung, Fahrprogramm Zugkraft. Ah, schließen, ist klar. PZB, PZB lösen, wachsam, Sander. Keine Ahnung, Bremse, Signalo. Bremse, den können wir mal lösen, den können wir auch lösen. Dann haben wir hier noch, warte mal, was haben wir denn hier? Scheibenwischer, Scheibenwischer Geschwindigkeit, okay, den können wir lösen. Notruf. Dann haben wir hier Anzeigeüberprüfung. Ja, ist richtig. Leuchtmelder, nix. Ne. Gut, ich glaube, ich muss mal eben nach hinten rein. Bahnsteig ist auf der Seite. Gut, dann rennen wir da mal eben hin. Damit die armen Leute hier nicht im Dunkeln hocken müssen. Ja, ich weiß, zu verriegeln ist egal. Wir brauchen einfach länger heute. Oh, super. Zack, 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 zack. Haben wir hier durch den Zug rennen. Ja. So. Dann heißt mal eben die Taschenlampe an. Wieso haben wir denn hier in der Karre jetzt kein Licht? So. Machen wir mir die Funzel aus. Das hat er an.
So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Führerstandsbeleuchtung. PCP wachsam, Strom. Türe, Wagenbeleuchtung. Einfahrend. So geht's auch. Karre ist an. Ja, jetzt habt ihr Licht hier in der Kiste. Luke zu. Feierabend. Wenn es umständlich ist, dann besser so als gar nicht. Tut mir natürlich leid, Leute, dass ihr jetzt hier gerade echt ein bisschen Verspätung habt. Aber ich meine, wir sind das ja gewöhnt, ne? So. Machen wir hier hinauf. Luke kann zu. Luke kann zu. So. Das heißt, wir haben zack. Mal noch ein bisschen mit der 8. So. Sehr schön. Gut. Und dann machen wir uns mal auf den Socken, wa? Also. Erstmal eben auf 1. Den brauchen wir. Gut. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Den nach vorne. Zugkraft, Bremskraft kann nach vorne. AFB. Die setzen wir jetzt erstmal auf 40. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Boah, wie war das nochmal? Achso, man sollte natürlich auch die Türen schließen, ne? Also. Bevor man abfährt. So, also die setzen wir jetzt erstmal auf 40. Genau, 40 ist gut. So. Und Abfahrt! Oh, Räder drehen schon durch, sehr begeisternd. Gut. Ah, so muss das. Gibt doch nichts Schöneres. Gut, haben wir das. Wechselblinken kann man ausmachen. Brauchen wir nicht. So, naja, eigentlich wollte ich noch den wegmachen. Die Anzeige oben brauchen wir ja noch. Ja, können wir auch zulassen. Ja, dann ist der nächste halt Köln-Ehrenfeld. Sehr schön. Kriegen wir auch hin. Ich glaube, jetzt hier rumgurken. 60. Fahren wir mal 60. Ja, ist doch ganz schön hier. Also. Naja, gut. Tempo 80. Um 19 Uhr in Köln-Ehrenfeld. Ne, Quatsch. In Aachen. Sorry. Sorry, sorry, sorry. 19:30 irgendwie sowas. Viertel nach, sag ich. So. Mal schauen. Macht doch alles einen guten Eindruck. Ich verstehe das nicht, warum die Tasten hier verdreht sind, also sprich Zugkraft auf R und F jetzt ist und quasi die AFB auf A und D, bei allen anderen Zügen umgekehrt. Aber gut, macht ja nichts. Beim AFB ist gut, ne, ist ja
eigentlich. Hauptschalter zum Gas geben nur. Wahrscheinlich auch trotzdem mit Trax. Egal. So. So, heißt, wir können hier langsam wieder abbremsen. Mal gucken, ob der über die AFB schafft. Ich glaube nicht. AFB machen wir mal aus. So. Ich denke, wenn wir so reinrollen, wird das schon passen. Das werden. Müssen wir mal einen Ticken wieder lockern. Fahren jetzt so um die 25. Ey, komm, verschwind da! Junge! Ey, ey! Ja, geht doch. So. So, wir haben noch einen Meter satt. Sind wir jetzt schon am Bahnsteig? Ne, noch nicht ganz. So. Dann fangen wir mal an zu halten. Hier vorne ist eh keiner. So, haben wir das. Karre steht. Luke auf. Bremse können wir schon mal wieder lösen. So. Machen wir das. Macht doch schon alles einen guten Eindruck hier, ne? Was ist denn da so? Scheinbar vom Bahnsteig. Ja. Also ich muss sagen, Lichteffekte, ne? Die sind schon. Wenn man mal ehrlich, sieht schon geil aus. Also. Das ist schon schön gemacht. Also das ist wirklich cool. Das ist schon echt cool. So, Luke schließen. Bremse ist gelöst. So. AFB machen wir mal auf 160. Jetzt sag mir nicht, du kannst nur 120 fahren. Nee, oder? Darum geht. Die Kiste kann nur 120. Oder steht die PZB falsch angestellt? Das kann natürlich auch sein. Jetzt müsste ich da wieder hinrennen, ne? Mal gucken wir mal in Horem nach. Vielleicht liegt es auch daran. Weil Tacho geht ja bis 160. Was hat er denn für eine Zulassung? So, warte mal, wo waren hier die Führerstandsbeleuchtung? Die waren irgendwie hier, ne? Spitzensignal ist klar. Zuglichter ist auch klar. Oberleitungsstrom. Okay. Stromabnehmer. Ausfahrend, ja. PZB ist klar. Was war das denn?
gerade echt überfordert. Anzeige prüfen, fahren, fahren, das ist okay. Kann die nur 120? Nee, die kann mehr. Die kann mehr. Führerstandsbeleuchtung. Wo war das denn nochmal? Ah, machen wir mal stark. Okay, macht er auch nicht. Mal eben aufstehen. Taschenlampe an. Was haben wir denn hier oben noch so? So, nochmal eben hinsetzen. So. Muss doch irgendwo Angabe dazu sein. Keine Ahnung. Steht da denn? Einstellung Zugsicherung, PZR. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Signalgerät? SIFA? Ich habe keine Ahnung. Hier gibt es Sachen, die weiß ich leider nicht zuzuordnen. Gute Mikrofon und weggedreht ist auch gut. Das geht halt jetzt einfach mal. Zack. Oh, zack, zack, zack. Wo waren das hier? 14B0M. Wo ist richtig? Oh, ist schon richtig. So, zack. Das heißt, das Ding kann echt nur 120 fahren. Alles klar. Ja, dann verzögert sich unsere Ankunft ein paar Minuten. Schicksal, kann man nichts dran ändern. Ja. Tatsache. Ich hab Wikipedia offen. Die sind echt nur auf 120 zugelassen. Krass. Ja gut, dann fahren wir halt nur 120 Spitze. Ist halt so wie das. Naja gut. Ist ja ein gemütliches Fahren dann mal, ne? Also. Ja. Interessant, dass diese blaue Deckenbeleuchtung durch die Decke durchscheint. Aber gut, so ist das halt. Ja, dann ticken wir mal hier echt geschmeidig
Das zieht sich. Naja. Oh, da tut sich was. Sag mir nicht, du bremst mich auf 120 ab. Ah ne, auf 80. Ist ja schon wieder automatisch im Fahren. Das ist krass. Das will ich jetzt wissen. Weil eigentlich muss man immer alles auf 0 stellen. Haben wir jetzt nicht. Mhm. Und hält er jetzt die Geschwindigkeit wieder artig? Ich denke ja. Ich denke ja. Na gut, ich meine, wir müssen jetzt eh runter. Dann bremst du mal ab. So. Geben ein bisschen Bremsleistung hinzu. Schon mal auf rechts. Nee. So, auf rechts. Oh, Bremse kann man lösen. So. Ja, gut. Dann räumen wir mal hier bis nach da vorne. Naja, das macht er nicht. Also wenn er steht, steht er. Okay. Alles klar, Luke auf. War er hier? Geöffnet. Ja, gut. Brauchen wir heute wohl was länger. So. Wie geht's? Hm.
Das war das klassische Bild im Ruhrgebiet früher. Also nach der Wende. Aber krass, sind die echt 40 km langsamer, wandert sie aktuell zu. Naja, so, komm. Ist Winter, mach mal wieder zu, das Ding. Den Konsort brauchen wir auch nicht mehr. Man ist auf Geschwindigkeit gekommen, es dauert ja auch wieder 20 Jahre. Von daher. Naja, gut. Ist halt so wie das. In Düren sind wir wahrscheinlich 10 Minuten Verspätung schon. Weil der Fahrplan scheint ja auf die neuen Züge ausgelegt zu sein, nicht auf diese alte Karre. Naja, gut. Ist halt so wie das. Aber ich fühle mich wieder jung, wenn ich das sehe. Weil sowas war ja damals up to date vor 20 Jahren. So. Ich weiß auch nicht, wofür dieser Display ist. Ob das ein Fehler ist? Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall wohl. Jetzt reagiert doch die Maus nicht. Keine Ahnung. Kann hier auch nichts drücken. Ist einfach da. Nichts drücken. Einfach nur Deko. Naja, gut. Ist halt so wie das. So. Aber ich meine, haben wir hier die Innenraumbeleuchtung an. Ja, ich meine, bis Düren ist ja eh noch eine halbe Stunde. So, wo war das denn? Irgendwie hier, ne? Ja. Nehmen wir die gemütliche Innenraumbeleuchtung. Ist auch gut. Können auch rauslassen. So hell, dank dem Schnee. Ah! Okay. Beifahrersitz. Aber ich kann da nichts verstellen, ne? Ne. Ist die eigentlich, die ist gelöst, ne? Okay. Notbremsventil, ja. Was kann denn das Signalgerät? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Keine Ahnung. Warte mal, soll jetzt quasi... Keine Ahnung. Er macht ja hier jetzt, ne? Das ist Signalhorn. Was kann das Signalgerät?
keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Wofür ist der? Was haben wir denn noch so? Wachsam, wachsam. Zusätzliches Lösen, Hilfsschalter. Habe ich auch keinen besten Schimmer drüber. Temperatur anzeigen? Keine Ahnung. Sonnenblende, okay. Hier haben wir eine Zielanzeige. Die kann man hier drüber wahrscheinlich bedienen, wenn der denn gehen würde. Aber der Konsorte geht auch nicht. Krieg ich auch nicht an. Na? Nee. Der geht nicht an. Also, das kriege ich auch nicht drauf. Schallsender steht da drauf, ne? Was ist denn ein Schallsender? Schallsender. Lokomotive. Masterarbeit. Zeige ich dir mir die jetzt an? So, ich habe noch nichts gedrückt. Egal. Schallsender Lokomotiven. Wofür? Ich habe keine Ahnung. Wo ist das Ding für Doppeltraktion? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Führerstand. Wir haben noch freie Fahrt, ja. Führerstand, ja, ist ja schön. Aber... Ah, es gibt eine komplette Seite für diese Lok. Das ist doch schön. So. Also, warte mal, Entwicklung, Forum, Technik. Allgemeines Sprengring, Radreifen, Druckluftanlage, Bremsanrichtung. Meldeleuchtentablette, Bedienpult rechts. Okay, das haben wir hier, das meine ich aber nicht. Okay, das mal die auch nicht. Es gibt ein Anwaschbecken. Wo? Im Führerstand sollen an. Hier hinter. Hier hinter ist ein Waschbecken, Leute. Krass. Ja, okay. Also, wer sich für die Lok interessiert, geht mal auf baureihe143.de. Echt interessant, was man so sehen kann. Ja. Was haben wir denn noch? Aber ich wollte eigentlich jetzt wissen, wofür dieser komische Schalter ist. Nein, das sind die jetzt oben links. Naja, gut. Ich fürchte, wir müssen jetzt auch trotzdem mal abbremsen. Wir sind sofort in Düren. So.
Okay. So, oder? So, 300 Meter bis zum Ziel. Boah, hier ist ja echt viel los. Hier ist ja wirklich richtig, richtig viel los am Bahnsteig. So, und den nach rechts. Fahrend. Oh. Fahren wir nochmal nach vorne. Genau, jetzt aus. Sehr schön. Also, klar. Fahrplan brauchen wir nicht nachgehen. Haben wir jetzt schon 10 Minuten, weil das hier einfach nicht schnell genug ist. So. Fahrgasttüren geöffnet. Bremse können wir lösen. So, haben wir das. Ja, wie heißt denn das Ding? Notaustaster, Bedienpult links, MFA, Anzeigeinstrument, links Bedienteil, Führerstand, Batterie, Schalttafel. Nein, die meinen wir auch nicht. Bedienung, technische Frequenzbelegung. Ja, ne. Fahrplan, technische Erläuterung. Rechner, Elektroschrank 1, 2, Automatikbetrieb. Knorr, Gleitschutz. Okay, das ist auch wieder irgendwo da drin. Im Schaltkasten. Brauche ich keine Ahnung von haben. Juckt mich in Feucht. So, Luke können wir schließen. Ne, können wir noch nicht. Jetzt können wir sie schließen. Und wir waren zu früh. So. Elektrikschrank, Automatikbetrieb, Achsausgleich, Drehgestell, Kegelregelfeder, Radsprengring, Fahrmotor, Tanker, Motor, Trennschürze, Stufen, Trafo, Ölpumpe, Haupttrafo. Ich finde es nicht. Keine Ahnung, wofür dieser Schalter ist. Technikentwicklung. Ja, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall eine interessante Lok. So, wir haben die Türen zu. Wir haben das. Wir können Bremse lösen. Wir können Gas geben. So. Was die Loks betrifft, die sind eigentlich jetzt eiserne Reserve. Haben wir gedacht. So. Ja. Sind immer noch. Drehen schnell wieder durch. Ich meine, sieht cool aus, aber bringt uns nicht weiter. Nicht weiter. Wow. Aber ich finde es schade, dass wir jetzt keinen Funkenflug an der Oberleitung haben. Hat man ja sonst auch immer bei Frost, wenn es vereist ist. So. Gut. Glück gehabt. Naja, gut, komm, gehen wir mal Gas. Vollgas dürfen wir ruhig geben, ne? Ja. Also interessante Lok auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Also. Aber ich muss echt sagen, die ganzen Lichteffekte hier, ne? Auch so wieder auf Schiene
am glänzen ist. Total geil. Total geil. Also, echt hammerhart. Hammerhart. Finde ich total klasse, Leute. Haben sie schön gemacht, grafisch. Also. Spiel. Jetzt sag mir nicht, du hast dich gerade aufgehangen. So, wir sind im Hauptmenü. Gut, er macht noch. Boah, ich dachte schon. Gut, gut. Also ist noch alles da. Sehr schön. Nächster Halt ist Langer Wehe. Aber grafisch trotzdem klasse. Also, muss man ehrlich sagen. So. Ist das dann? Das ist aber Zugzielanzeige, ne? Ja. Wie kann ich denn hier diese dämliche Zugzielanzeige deaktivieren oder aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ist das gleiche, oder? Warte. Passiert nichts. Oh, SOS ist also Notbremse. Was haben wir denn noch? Verringern, halten. Verringern, aus. Okay. Ich spiel mal ein bisschen hier rum. PZP, PZB. Was sagt der Konsort jetzt hier? Bremsen wir uns immer noch aus. Ja, er gibt ja Gas. Okay. SOS ist also Notbremse. Was haben wir denn noch so? Naja, gut. Hier ist eine Sonnenblende. Ah, eine Sonnenblende haben wir ja auch noch vor den Türen. Das ist natürlich auch Luxus. Habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Was haben wir denn noch so, was man hier so rumspielen kann? Meine Heizung ist leider aus. Da kann man nichts dran ändern. Genau wie hier oben an den Dingern. Ah. Sonst irgendwas? Wie ist, was ist hier mit der Dachluke? Kann man die öffnen? Mal eben aufstehen. Ne, die kann man auch nicht losmachen. Schade. Aber insgesamt trotzdem eine coole Sache. Eine coole Lok. Sehr detailliert. Kleiderhaken. Was haben wir denn noch? Wir haben hier eine Klima oder sowas. Kann man da irgendwas rumspielen? Oder hier aufmachen? Nö. Thermostar Operation Fan Cold. Wie sagt die das überhaupt? Das ist doch eine Ostblock-Lok. Dürften wir doch gar nicht haben. Was gibt's hier noch? Mal eben gucken. So, hier kommen wir nicht rein. So. Machen. So. Was jammert er denn? Ah! Oh, ein Signal übersehen. Echt jetzt? Ich habe echt ein Signal übersehen. Verdammt. Was stand denn da drauf? Mal eben gucken. Wo ist das denn? Ja, wo haben wir dich denn? Hier, ne? Ah, jetzt rot. Jetzt rot. Was haben wir denn da als nächstes angekündigt? Grün mit Tempo 80. Alles klar.
Bremse kann man lösen. So, Tempo 80. Ah, wir haben Wechselblinken, ne? Da dürfen wir eh nur 40 fahren. So. Ja gut, dann haben wir halt einen Zwangsreingehauen. Spielt auch keine Rolle. Aber trotzdem interessant. Auch wenn ich auch nicht weiß, wofür die Taste Schaltsender. Taste ist. Ah, komm. Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Aber wir müssen es ja eh. So. Gut. Ne, macht er nicht. Kriegt er auch nicht komplett. Ne, macht er. Ja, jetzt haben wir sie frei, das ist schon mal gut. Ja, ich meine, wir sind ja eh schon eine Viertelstunde Verspätung. Ist halb so wild. Aha. Also, Schallsendertaste gab es übrigens noch bei der Deutschen Reichsbahn. Und war vom Prinzip her gleiche wie für uns der Indusi-Kram, also sprich SIFA. Nur halt in der anderen Variante. So, jetzt sind wir hier in Langer Wehe. So, jetzt ziehen wir mal die Bremse an. So, Karren halten. Tür rechts. So. So, Tür ist offen, ne? Ja, wunderbar. Theoretisch. Warte mal. Ich bin schon zu weit gefahren, ne? Ich bin schon 10 Meter drüber gewesen. Stehen über. Das kann ja auch nicht sein. Entschuldige mich. Aber. Also an den Haltepunkten, da muss das Spiel eigentlich was machen. Hat ja sonst nichts auf sich hier. Ja. Machen wir eigentlich schon Stau oder noch nicht? Das ist die nächste große, große Frage. Ja. Bis jetzt scheint es noch gut zu gehen. Ja, ich weiß, ist schon wieder zum Zumachen. Guck mal gleich. Oh, ich will das jetzt wissen. Ist hinter uns ein Zug am Fahren oder nicht? Hier vorne ist jetzt gleich der nächste Block, ne? Aber bis jetzt haben wir noch keinen Stau verursacht, anscheinend. Ja gut, das ist ja schon mal eine schöne Sache. Machen wir mal die Luke zu. So. Schließen den nach oben. So. Die können wir erstmal auf... Ah, die können wir auch schon auf 100 Vollgas setzen. Ist eigentlich egal. Ja.
nächste halt ist Eschweiler. Oh. Bis wir da sind, sind eh wieder 20 Jahre rum, ne? Oh, den kommen wir auf 60, ja, setzen wir auf 50. Naja. So ist das halt. So. Naja, gut. So ist das. Aha, also sind wir gerade im Schienentrabi. Ah, so, jetzt habe ich auch die Bezeichnung für das Ding gefunden. Oder halt Lady. Ja. Also Fahrt im Schienentrabi. Muss ich mir merken. Also den muss ich mir echt merken. Schienentrabi. Ja. Halten wir gleich schön durch. Naja, gut, also jetzt sind wir gleich ein Eschweiler, das ist ja schon mal viel. Naja, gut. So, heißt, wir sind jetzt gleich ein Eschweiler. Naja, gut. Das heißt, wir sind jetzt gleich ein Eschweiler. Naja, gut. Nee. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Also, auf jeden Fall wird diese Lok unter anderem in Fachkreisen als Schienentrabi bezeichnet oder auch als Lady. Die Lady, ja. Also, ich denke mal. Schienentrabi trifft es besser, wenn ich so ein Tempo sehe. Aber gut. Leider sind die Dinger auch inzwischen seit 2017 gänzlich ausgemustert. 60. Wieso 60? Habe ich auch noch nie erlebt hier auf der Strecke. Ab, so. Aber Tempo 60 habe ich hier echt noch nie erlebt. Ah, da war die falsche. Ja. Tempo 60 erwarten. Jetzt sagt er mir sogar 40. Was haben wir vor?
Hält er mich jetzt? Zieht er mich raus? Was meint ihr? Zieht er mich raus? Hat er mich jetzt so gezielt abbremst? Ah, verdrückt. Ah, super. Ah, leck mich doch eine Föt. Scheißendriss. Oh. Dann die ich einmal auf aus, dann setze ich auf 40. Oh Mann. Hab mich echt verdrückt. Das muss man echt mal machen, dass ich das. Wenn ich die mal irgendwie umbelege, dann nicht direkt nebeneinander habe. Weil immer, wenn man blind drauf drückt, treffe ich immer die falsche. Oh Mann. Glück gelaufen. So. Naja, gut. So ist das halt. Wäre auch cool, wenn man die Lok hier noch in der passenden richtigen Farbgebung kriegen würde. Ohne sie extra. Also ohne als Modpack, sondern wirklich richtig, richtig. Gut. Jetzt soll ich hier mit 40 reinfahren. 60, 40. Ich glaube, wir sind auch auf einem anderen Gleis. Normalerweise sind wir immer auf dem mittleren, ne? Ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, wir sind frühestens. Hey, mein Gott, schon 20 Minuten Verspätung. Ich habe damit nicht gerechnet, dass die Aufnahme so lang dauern wird, ehrlich gesagt. Eigentlich müssten wir jetzt schon in Aachen sein. Planmäßige Ankunft in Aachen war um, oder ist um, 19.08 Uhr. Boah, also fahren wir noch eine halbe Stunde locker. Ja, die Strecke zieht sich. Mit Tempo 120. Oh, so, der Konsort da. Was haben wir denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Was war denn jetzt falsch? Zu schnell? Ja, zu schnell. So. Also, Versuch Nummer 3. Aber immerhin ist jetzt das Blinken weg. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm, jetzt will er gar nicht mehr. Ah doch, jetzt will er. So, stehen wir da hinten noch? Ne, der hat grün. Er hat freie Fahrt, okay. War aber auch echt eine lange Tour. Mein Gott. So. Aber dass wir immer noch keinen Stau verursachen, das finde ich ja schon krass. Also das finde ich wirklich krass. Weil eigentlich bei 20 Minuten Verspätung. Naja, gut, ist halt so wie das. So. Muss noch einer weiter. Oh, und an der müssen wir halten. Wunderbar. So muss das. So, Fahrgasttür öffnen. Ja, aber das ist krass, aber so daneben hängen. Fahrzeitlich, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Ist halt so wie das.
was haben wir denn noch so? Wir müssen jetzt gleich. Oh. Ich muss eigentlich schon längst ins Bett. Weil eigentlich wollte ich, wie gesagt, vor 20 Minütchen da sein, aber. Gut, scheint wohl nicht zu klappen. So, wir machen die Luke wieder zu. Was sagt das Ding hier? Der sagt langsam Fahrt, Tempo 60, okay. AFB auf 60, wunderbar. Na? Alles klar. Wow. Abfahrt. Und los geht's. Ich werde ein bisschen knapp durchdrehen. Ja. Platz Durchdreher. Ist egal. So, haben wir eigentlich hinter uns irgendwelche Züge? Nee, ne? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ja, der eine ist jetzt im Bahnhof reingefahren. Also scheint nichts hinter uns zu sein. Gut. Wir dürfen jetzt eh wieder Vollgas geben. Bis wir an Steuerweg sind, sind ja auch nochmal 5 Minuten. Mit dem Tempo. Von daher. Joa, mal gucken. Jetzt sind wir so 7:30 in Aachen. Ja, gut. Ist halt so, wie das ist. Oh, oh, oh. Das erste Mal eine Langsamfahrstelle für uns. So, 110. Ja. Ich meine, er kann immer noch ohne Ende beschleunigen, weil. Bis wir da sind, ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Langsam wieder runtergehen. Auf Tempo 50. Dann bremst du mich schon mal ab. Ich meine, du musst jetzt eh mit der Bremse nachreichen, ne? Ich fürchte ja. Dann schaffen wir halt gar nicht. So, den können wir auf links setzen. So. So, haben wir das schon mal. Noch. Ja, Salz dafür hier. Aber hier ist eh keine Menschenseele. So, ich habe aber immer noch kein 140 km/h Schild gesehen. Und hier ist auch keine Haltetafel, gar nichts. Naja, gut. So.
Aber gut, wir stehen da, wo wir sein sollen. Von daher ist alles gut. Ja, machen wir Luke runter. Bremse können wir schon mal lösen. Ja, du sollst da mal rausgucken. Ja. Schön, schön. So, dann müssen wir mal Giga. Und der Konsorte jetzt noch so sagt. 19 Uhr. Aber wir haben einen schönen sternklaren Himmel. Ey, das. Und den Mond, der ein bisschen komisch aussieht. Aber. Ey, Junge, Junge, Junge. Also so viele Sterne habe ich bei uns noch nie im Himmel gesehen. Ehrlich nicht. Das ist schon krass. Also. Gut. Machen wir die Luke mal zu. Den können wir auch mal hoch machen. Bremse ist gelöst. Dann fahren wir jetzt noch eben 10 Kilometer zur Aachen-Rote Erde. Dürfen wir E-Vollgas fahren. Hier ist ja jetzt 140. Aber ich... Leistung mal über 50 runter. Am besten ist trotzdem dieser komische Feldweg, der hier drüber geht. Hammerhart. Ja. Aber ich habe immer noch kein Schild gesehen. Für 140. So, das heißt. Ich will das jetzt wissen. Weil das Schild muss ja da kommen, wo der zu Ende ist. Nein. So, wo ist das Scheißding jetzt hier? Jetzt ist offen. Also das muss ja ab der Weiche. Ab der Weiche ist 140, aber da steht weit und breit kein Schild. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Gut. So, Leistung ist da. Sind wir an 6 Kilometern in Aachen Rote Erde eingetrudelt. Moment, ist das da eine Bahnstrecke? Das ist eine Bahnstrecke. Oh, schön. Naja, gut. Ist das nochmal? Also wirklich knapp 20 Minuten Verspätung. Ja. Hammerhart. Wieder zurückgehen.
Ja, gut. Also sind wir so circa halb acht, viertel vor acht in Aachen. Mal gucken, kann man dann so machen. Ich glaube, ich kann jetzt gleich wieder abbremsen. Ja. Können wir. Ah, 120 hätte ich jetzt. Egal. Wir haben mittlerweile so viel Verspätung, das ist halt eh egal. Von daher. Ja. Gut. Ist halt so, wie das ist. Aber wir haben diesmal ein freies Signal hier. Also uns müssen halt erwarten und nicht komplett halt. Das ist schon mal viel wert. Nicht so wie mit dem EC. Neulich. So, Leute. Warum verschwindet da vom... Okay. So. So, komm. Warte, abbremsen. Endregeln, Bremse können wir anlegen. Bremse können wir wieder lösen. So. Damit haben wir den auch schon verpasst. Ja, sehr schön. Dann die Frage, was kriegen wir denn als nächstes? So. Müssen wir mal gucken. So. Luke können wir schließen. Den auch auf 0 setzen. Ach, waren sogar jetzt beide Seiten offen. Mein Fehler. Na, egal. So, Bremse ist gelöst. Tempo 70 dürfen wir. Ja, okay. Schon wieder schön am Durchdrehen, wie man hört. Ah, jetzt nicht mehr. Gut. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann sind wir gleich in Aachen Hauptbahnhof. Geplante Ankunft war 19.08 Uhr. Ziemlich genau 20 Minuten später heute. Um ziemlich halb acht. Ja gut, ist halt so wie das.
einfach nur, weil er zu langsam ist. So. Einfach nur, weil er zu langsam ist. Interessante Sache auf jeden Fall. Naja, gut. So, fahren wir jetzt schön in Aachen rein. Mal schauen. Ah. So. Dann halten wir jetzt Tempo 30, hoffe ich, noch bis zum Bahnhof. Man müsste ja, wir haben ein bisschen Platz. Naja, gut. Nächster Halt, ach, Hauptbahnhof. Ich glaube, auf der rechten Seite. Weil ich Zugzielanzeige hier auch nicht ändern kann, kann ich da auch nichts dran feststellen. Aber gut. Ich meine, der war rechts. Er ist links. Wieder wenig los hier am Bahnhof, ne? Also, muss man ganz klar sagen. Das hatten wir zwischenzeitlich in der Hauptverkehrszeit anders ausgesehen, aber ey, ist ja wirklich gar nichts. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, also wenn ja, dann hinterlasst ein Like. Vielleicht auch noch ein Kommi. Ja, und beim nächsten Mal weiß ich noch nicht, was wir dann machen. Das gucken wir jetzt gleich. Ja, mal schauen. Wir verlassen jetzt mal hier die Karre, mal versuchen, mal rauszugucken. Aber hier ist ja auch momentan nichts los, ne? Also hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. So, wir gehen nochmal eben rein. Wir müssen ja gleich zu machen. Ruhe. Fenster können wir auch mal eben schließen. Zack. Haben wir das. Freut sich der Kollege. Die ist aus. Bremse ist, ja, kann so bleiben. Ist ja egal. Dann setzen wir uns mal eben hin. Schließen. Den auf Türwähler. Okay. So, haben wir das. Damit sind wir hier durch. Gab sogar noch eine Silbermedaille. Ey, mit 20 Minuten Verspätung. Krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, wir machen hier weiter. Sind jetzt natürlich... Ja, okay, also der fährt auch wieder zurück. So wie er ist. Um 51. Auch gut. Aber den nehmen wir nicht um 51. So, denke ich, glaube ich. Wie auch immer. Hinterlasst ein Like, ein Abo, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir hier unseren Cut um 20:30 und schauen mal, was wir dann in der nächsten Folge machen. Ja, treffen uns dann hier am Bahnsteig wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.